Leute, ich bin Lina und willkommen zu einem neuen Video. Heute reagiere ich mal wieder auf ein Video von Mochi-07 und zwar ist es Deutsche vs. Ausländer, Nachhilfe mit Vater. Und ich habe keinen Bock mehr zu labern, deswegen kommen wir zum Video. Let's go! Nachhilfe. Was ist Nachhilfe? Ist es die Hilfe nach einer Bitte? Diese Bitte sagt man in der Mitte. Schlauer wirkt man mit einer Brille. Habe ich diese, brauche ich keine Hilfe. Das ist nicht meine erste Flasche, sondern meine dritte. In diesem Sinne. Okay, reicht jetzt mit den Reimen. Das war eine zu viel. Ey, ich wollte gerade eine Rap-Karriere starten, aber du hast sie gerade kaputt gemacht. Was soll denn das? Zurück zum Thema. Bekannterweise schafft man die Schule nicht alleine, denn man braucht am Anfang etwas Hilfe. Welche zwei Personen bieten sich dabei am besten an? Mama und Papa. Wieso Mama und Papa? Weil die nett sind und einem helfen wollen? Nee, weil die gratis sind. Aber stopp! Es kommt darauf an, von wo deine Eltern sind. Kommen sie aus dem schönen Deutschland? Oder kommen sie außerhalb von Deutschland? In diesem Video zeige ich euch die Unterschiede bei der Nachhilfe. Let's go! Sagen, dass man eine schlechte Note hat. Bevor man überhaupt Nachhilfe bekommt, muss man zu den Eltern hingehen und sagen, dass man in einem Schulfach verschissen hat. Zuerst die Deutschen. Okay. Hey, Papa, mein Sohn ist da. Freudentanz. Komm, komm, setz dich. Okay. Ich glaube eher nicht, dass du willst, dass ich mich zu dir setze. Grundgütiger. Wieso? Ich will, dass du dich zu mir setzt. Es wird keine Sache auf dieser Welt geben, wo ich so sauer werden kann, dass ich nicht will, dass du dich zu mir setzt. Ich habe eine 5 in Mathe geschrieben. Lecco mio. Ey, yo, Papa, warte, ich. Nee. Du, Kevin, ich brauch keine Ausreden. Hä? Seitdem du mit diesem... Wie soll ich das am besten ausdrücken, ohne jemanden anzugreifen? Seitdem du mit diesem... exotischen Jungen abhängst. Meinst du Ausländer? Genau. Seitdem du mit diesem Bauernausländer Mustafa abhängst, geht dein Leben bergab, Junge. Es war so, es geht so die ganze Zeit runter. Digga, Papa, das hat nichts damit zu tun. Ach, echt? Okay. Was hast du jetzt in Mathe bekommen, du verschissenes Kind? Eine 5. Was hat... Okay. Und was hattest du davor in Mathe, bevor du den Kebab Jungen Mustafa kennengelernt hast? Auch eine 5. Ey, ich war schon immer scheiße in Mathe. Warte, wenn das so ist, dann hat das Dürre im Gesicht Mustafa wirklich keinen Einfluss auf dich gehabt. Eben, du warst schon davor scheiße in Mathe. Scheiße ist noch nett ausgedrückt. Junger Mann, du brauchst dringend Nachhilfe. Aber keine Sorge, ich bin dein Papa. Wenn du in ein Loch reinfällst, dann falle ich mit dir. Und dann versuchen wir auch gemeinsam aus diesem Loch wieder rauszukrabbeln. Ich bin gut in Mathe, ich werde dir helfen, mein Sohn. Keine Sorge, der Papa ist da, um zu helfen. Aber bei den Ausländern... Der Papa ist rassistisch auch. ...dich nicht immer zu sagen, dass du Hilfe brauchst. Hey, Papa. Oh, hallo, mein Superman ist da. Ich hab Angst Superman. Für ihn. Alles gut? Ja, super. Bei dir? Auch. Wie soll ich ihm jetzt sagen, dass ich eine 5 in Mathe bekommen habe? Ich will ihn jetzt nicht enttäuschen. Mein Sohn? Ist alles gut? Ja, alles ist gut. Auch in Schule alles gepasst? Ja, alles passt. Oh. Mein Sohn, hast du Hunger? Ja. Okay, kommst du. Ich habe Essen gemacht. Okay. Oh nein, irgendwie war das richtig süß mit dem Tanz der Mom. Ich kann doch jetzt nicht sagen, dass sie eine schlechte Note haben. Mein Sohn! Lan, wohin schaust du? Ist da irgendwo Ronaldo oder was ist los? Bist du geistig gestört? Nein, ich war mit meinen Gedanken woanders. An was hast du gedenkt? Nichts. Egal. Nein, Herr Axel Kracher ruft an. Hä? Nur mal eine kurze Frage. Rufen eure Lehrer eure Eltern an? Wieso ruft mich dein Lehrer Herr Achselkracher an? Ich weiß nicht. Kein Plan. Murat, gehst du ran. Schaust du, was dieser sagt. Boah. Hallo? Hallo, Herr Achselkracher am Apparat. Ich melde mich wegen Ihrem Sohn. Oh nein. Er hat heute vergessen, 15 Euro für den Ausflug mitzunehmen. Oh. Herr Yildiz, bitte sagen Sie Ihrem Sohn, dass er das Geld morgen nicht vergessen darf, okay? Ja, kein Problem, ich werde es ihm sagen. Er hat genug Geld gespart, er zahlt selber. Er geht Ausflug, nicht ich. Wieso soll ich zahlen? Zahlst du Urlaub für jemand anderen? Nein, oder? Ja. Ah ja, ich wollte noch sagen, dass er eine 5 in Mathe geschrieben hat. Schönen Tag noch. Ich wusste es. Alles ist...
gut in Schule. It's getting spicy. Aber hör zu, ich wollte das eigentlich. Ich habe extra dein Lieblingsessen gemacht, nur damit du auf ganze Familie scheiße und schlecht in Schule bist. Nein, wartet, ihr versteht es nicht. Ich muss das mal erklären. Miriam, gib mir sofort mal seine Tasche. Mit Gewalt oder ohne. Wie du willst. Warte, was? Okay. Hier. Oh, das tut mir leid. Ist das dein Test oder dreckige Schimmelkaka? Ich sehe keinen Unterschied. Papa, es tut mir leid. Ich brauche Hilfe. Erst nach Test, du sagst, dass du Hilfe brauchst für diese. Das ist keine Logik. Jemand im Meer schwimmt und ertrinken. Ah. Erst wenn er keine Luft hat, er sagt dann Hilfe? Nein, das ergibt keinen Sinn. Natürlich nicht. Ab jetzt, ich helfe dir. Und es wird keine gute Zeit. Ich schwöre auf meinen Arsch. Oh nein. Ich habe Angst vor einer erneuten schlechten Note. Und Angst vor meinem Vater. Mathebeispiele. Wir schauen mal bei den Deutschen rein, wie der Vater mit dem Sohn lernt. Und? Was ist die Antwort? Wie geht die Frage nochmal? Verdammte Scheiße, hast du nicht zugehört, oder was? Doch, aber ich habe nebenbei SpongeBob geschaut. SpongeBob? Verpiss dich. So, noch einmal. Du gibst dem Peter 10 Euro. Wer ist Peter? Peter ist dein Freund. Ich habe keinen Freund, der Peter heißt. Das ist nur die Aufgabe. Oh Gott. Du hast generell... Ich wollte meinem Kind helfen, so einem Mädchen, mit ihren Mathe-Hausaufgaben. Und ich so zu ihr, ja, hier, Luisa hat so 5 Äpfel und sie hat sie im Rewe gekauft. Keine Ahnung, sie so, wer ist Luisa und wieso hat sie im Rewe gekauft? Wieso fragt man diese Fragen? Das ist doch kackegal. Keine Freunde. Du gibst dem Peter 10 Euro. 10 Euro, oh, okay. Du Peter musst dir ja das Geld auf den Cent genau zurückgeben. Im Leben wird nichts geschenkt. Nicht mal einen Cent. Stimmt, ja. Genau. Du hast dem Peter wie viel nochmal gegeben? 10 Euro. Gut, er gibt dir am Montag nur 4 Euro zurück. Wieso nur 4 Euro? So geht die Aufgabe einfach. Und Peter ist ein Geringverdiener. Ah, okay. Doch, Peter schuldet dir 10 Euro und gibt dir 4 Euro Klar. zurück. Wie viel Euro schuldet er dir noch? Stopp! Bevor er die Antwort sagt, schauen wir kurz bei den Ausländern rüber, was für Beispiele die durchnehmen. Hast du die Mathematikfragen verstanden? Boah, wenn jetzt so Döner und sowas kommt, ich schwör. Hast du nicht so gehört? Doch, aber ich hab dann im SpongeBob geschaut. Okay. Medium. Hier. Der Arme. Du darfst Fernseher selber ausmachen. Oh mein Gott, die Fernbedienung in so einer Folie, das waren einfach meine Eltern damals. Die haben wirklich die Fernbedienung so lange in der Folie gehalten, bis diese Folie einfach ranzig wurde. Ich fühl's. Okay, ich wiederhole noch einmal. Ansonsten kommt deine Mutter und... Hey, ganz ruhig, chill. Er hat nichts gemacht, ganz ruhig. So, ich wiederhole noch einmal. Okay. Beispiel, ich gehe mit dir einkaufen und wir sehen Packung Ketchup, 4 Euro. Wie viel? 4 Euro. 4 Euro? Ja, 4 Euro. An dem Tag, wir schauen Packung und das Ketchup-Packung hat 500 Gramm. Wie viele Tomaten sind in einer Packung? Was? Wie viele Tomaten wurden zerquetscht, damit das Packung Ketchup? Aber warte, ist das überhaupt Mathe? Nein, wir machen gerade Geografie mit Musik. Natürlich ist das Mathe! Die Aufgabe ergibt gar keinen Sinn. Und wieso machen wir überhaupt ein Beispiel mit Ketchup? Weil du Fehlsack die ganze Chicken Nuggets mit Ketchup frisst. Ich hab gedacht, Beispiel mit Ketchup ist einfacher. Ich liebe Ketchup. Oh, oder soll ich jetzt ein anderes Beispiel machen? Ja, ein anderes bitte. Hey, Mariam. Chill. Das ist nicht seine Schuld. In Schule, er hat nichts. Kurz mal eine Frage. Seid ihr eher so ein Mayo-Typ oder so ein Ketchup-Typ? Weil da trennen sich immer die Leute. Ich liebe Ketchup über alles. Ich könnte alles mit Ketchup essen. Nudeln mit Ketchup. Alles mit Ketchup. Ich liebe Ketchup. Gemacht mit Ketchup-Formel in Mathematik. Wir machen jetzt anderes. Ganz ruhig. Okay. Wir machen etwas Einfacheres. Gut. Dein Onkel Hamza. Oh nein. Er macht einen Dönerladen auf. Wieso muss alles mit Döner zu tun haben? Er verkauft 3 Döner für 5 Euro. Wie viel Euro hat er gemacht? Ich bin gerade selbst verwirrt. Bevor wir seine Antwort hören, schauen wir wieder rüber bei den Deutschen, was dort die Lösung ist. So, Peter, schuldet dir 10 Euro und gibt dir 4 Euro zurück. Wie viel Euro schuldet er dir noch? 10 Euro und er gibt mir 4 Euro. Mhm. Dann schuldet er mir noch 1, 2, 6 Euro. Falsch. Du bist in meine Falle getappt. Was? Jetzt kommt Steuern oder sowas. 4 Euro zurück. Wie viel schuldet er dir noch? Papa, 10 Euro? Zinsen. Und er gibt mir 4 Euro zurück. 1, 2, 3. Warte mal. 1, 2, 3, 4. 6 Euro. Ah!
falsch! Und dieser Fehler Franz behauptet, dass er mein Sohn ist. Ach du heilige Scheiße, Mann. Hast du noch nie was von einem Versäumniszuschlag gehört? Versäumnis was? Versäumniszuschlag. Oh, da der Peter die volle Summe nicht direkt bezahlen kann, kommt ein Zuschlag von 1 Euro dazu. Digga! So was macht man doch nicht. Doch, ist legal. Und ist im Grundgesetzbuch des Geldverleihs geregelt. Oh niemals. Gott. Boah, ich hasse solche Leute. I swear, ich kann das nicht aufstehen, so ein Verhalten. I swear. Auf 6 Absatz 2. Falls dein Freund seine Schulden nicht direkt abbezahlen kann, darfst du ihm einen Versäumniszuschlag in Höhe von 1 Euro dazu verrechnen. Dieser Peter in der Aufgabe wird sicher danach die Freundschaft mit mir kündigen. Das ist mir scheißegal. So, nochmal. Wie viel schuldet dir der Peter noch? Eigentlich 6 Euro, aber weil er nicht direkt abbezahlt hat, plus 1, also 7 Euro. Jawohl, mein Sohn, du hast es verstanden. Und falls er die 7 Euro auch nicht bezahlen sollte, ich habe einen guten Anwalt, wir werden ihn einfach verklagen. Mathematisch gesehen ist das richtig, aber menschlich gesehen ist es komplett falsch, Digga. Schauen wir jetzt noch bei den Ausländern, was dort die richtige Lösung ist. Hit verkauft. 3 Döner für 4 Ich wusste, dass irgendwas mit Dönern kommt. Muss ich jetzt 3 plus 5 rechnen. Nee, nicht 3 plus 5, sondern 5 plus 3. Beide falsch. 3 plus 5 oder 5 plus 3 ist genau gleich. Egal wie du drehen. Ob ich dir was mit rechte oder mit linke gebe, es ist genau gleich. Beides tut weh. Oh mein Gott. Gut erklärt. Gutes Beispiel. Papa, nee. Ich komme nicht auf die Lösung. 3 Döner für 5 Euro. Wie viel hat er gemacht? Ich weiß nicht. 3 Döner für 5 Euro. Wie viel hat er gemacht? Ich habe noch immer keine Ahnung, auch wenn du die Frage lauter stellst. 3 Döner für 5 Euro. Boah, ich hätte hier schon geheult. Kein Plan. Okay. Sag einfach irgendetwas. Oh nein, es ist aber sicher falsch. Nein, kein Problem, wenn es nicht genau ist. Sag circa. Soll ich einfach irgendeine Zahl sagen? Ja, wie viel bekommt er, wenn er 3 Döner für 5 Euro verkauft? So 15? 1000 Euro? Milchen. Nein, warte! Oh Gott. Ja. So Leute, das war Deutsche versus Ausländer. Nachhilfe-Edition. Schreibt auch Wo gerne... Wo sind die Tränen? Es müssten noch Tränen dabei sein. Auf dem Blatt, auf dem Matheblatt. Okay, Leute, das war's schon mit dem Video. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.